Nicht dein Ernst sein. Geht schon los. Du kannst ja nicht in dem Joggerhemd jetzt kommen. Hey, Beckert. Wir haben es extra ein bisschen hübsch gemacht. Ich dachte, ich denke mal, wie der letzte Schlumpumpi, oder? Wurscht. So. So, okay, oder? Es geht doch. Es gibt so eine nasse Haare. Ja, hast, ja, 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 es geht doch. Es geht doch nicht um was ich anhab, sondern. Ja, um was geht's denn dann? Wie ich. Weihnachten. Oh, ja, Hauptsache, du hast dich vorbereitet, vielleicht. Wie vorbereitet? Muss ich doch nicht. Nein, aber es wäre ja schon ganz schön, wenn man sich so ein bisschen auf das Gespräch freut. Hallo! Grüß Gott. Wir sind schon da. Entschuldigung. Ja. Also. Entschuldigung, natürlich wissen wir noch, worüber wir gestern gesprochen haben. Da kann ich Ihnen auch was zu sagen. Weil. Baum. Gib's doch zu. Baum. Er war heute einen Baumständer kaufen. Es wirkt schon. Ich meine, da kann man doch sagen, die Therapie schlägt. Entschuldigung. Wahnsinn, ne? Schreitet voran, 3. Dezember. Weiter geht's. Ja. Warum hast du den gekauft? Naja, einfach, wir haben gedacht, gut, um gewissen Konflikten aus dem Weg zu gehen, nicht? Also, dass ich dann irgendwie komme, dann ist das Christbaumkreuz, dann wackelt der Baum, denke, okay, werde ich jetzt diesmal früh genug einen Baumständer, wo man sozusagen mit so Krallen, also ein bisschen eine Verletzungsgefahr besteht, wo man dann sozusagen mit so Krallen, da füllt man dann Wasser ein, dann hat er ein Gewicht, damit der Baum nicht umkippen kann. Ist uns ja auch schon mal passiert, dass der Baum umgekippt Oho. Ist. Oh, das war nicht lustig. Gut hatten wir da die unechten Kerzen. Aber das andere ist ja, wie absurd, ne? Dieses Jahr, ne, hat sich nie um den Baumständer gekümmert, aber dieses Jahr, wo wir gar nicht wissen, wo wir feiern, Hauptsache wir haben Baumständer zum Thema Konsumsucht. Also ich meine, Entschuldigung, du wolltest unbedingt den Baumständer. Jetzt habe ich. Ich habe dich doch nicht losgeschickt, den Baumständer heute zu holen. Subkutan. Also 21 Tage vor Weihnachten. Du hast natürlich, du hast mit so geheime Zeichen. Das war doch gestern so. Wäre schön, wenn es einen Baumständer frühzeitig gibt. Das haben wir. Was haben wir den 3. oder 4. Dezember? Wir haben auf jeden Fall einen Baumständer. Wir haben noch keinen Baum. Das passt jetzt gar nicht zum Thema. Aber findest du, dass meine Bluse nicht, dass ich nicht in der Wand verschwinde? Also, ich sehe aus wie, oder? Willst du nicht? Bluse, also, ich entschuldige, aber manchmal ist mir so wichtig, dass man hier auch, ich hatte die Bluse. Gedacht, ich... Oder die Wand ist Leberwurst. Danke, dafür. Vielleicht können wir die Wand umstreichen, ja, grobe, vor Weihnachten. Grobe Leberwurst. Entschuldigung. Ich hätte gesagt, Trüffel und Fein. Danke. Wenn schon, hätte ich gesagt, Trüffel und Fein. Also, das ist doch eine Leberwurstfarbe. Entschuldigen Sie, was? Ja, ja, worüber wir gesprochen haben. Sie haben vollkommen recht. Okay, ich würde, um das jetzt abzuschließen. Ich habe einen Christbaumständer gekauft, frühzeitig sozusagen, um nachher, damit vor allem dieser Gehorsam, Stress sozusagen nicht da ist, einen Christbaumständer, wo man ist auch die Kraft... Toll, ist eigentlich toll. Ja, ich entschuldige. Ja, und du wolltest einen Christbaumständer. Also da, Weihnachtsbaumständer wollte ich. Wenn wollte ich einen Weihnachtsbaumständer? Weil das ist ja, müssen wir auch noch mal klären. Einen Weihnachtsbaumständer, wo das die Nordmann-Tanne, Stamm der Nordmann-Tanne, reinpasst. Der Stamm der Nordmann-Tanne hineinpasst mit einem variablen Klammer, weil man ja nicht vorher weiß, wie dick der Stamm sein wird oder wie das hineinpasst. Ein anderes Problem ist, glaube ich, das hatten wir ja auch schon, dass dann der Stamm wieder abgesägt ist, dass das nicht ordentlich hält. Gut, man muss aber nochmal sagen, wir hätten natürlich die Chance gehabt, vor 3 Jahren waren wir eingeladen von unseren Nachbarn, das waren Holländer, die haben uns eingeladen, weil der Vater von dem Nachbar, dessen Onkel, hat eine Baumschule in Holland und die
züchten die Tannen. Und da kann man hin. Ich hätte mich total gefreut, weil die machen so ein Event daraus. Man nimmt so eine Picknickkorb mit und man nimmt so einen Glühwein, da trifft man sich da. Alkohol. Nein, aber man hätte ja auch einen alkoholfreien Cocktail, Glühwein. Alkoholfreien Glühwein. Es geht doch um die Sache. Es geht doch um die Sache, dass ich wahnsinnig gern gehabt hätte, dass er uns einen Baum geschlagen hätte. Und ich hätte das gern für uns und die Kinder. Das wäre ja mal was Besonderes gewesen. Ein Grießbaum, der wird doch nicht geschlagen. Ja, wo kommt der her? Steht der einfach an der Ecke oder was? Der wird gesägt, aber nicht geschlagen. Man geht doch nicht mit der Axt. Na, mit dem Brotmesser zu Hause aber auch nicht, Entschuldigung. Mit dem Brotmesser, das habe ich machen müssen, weil wir keine Säge hatten und du eine Nordmann-Tanne... nachschauen können, ob wir eine Säge... Du musst kurz erzählen. Eine Nordmann-Tanne bestellt hat... Die dich nadelt. Die ich dreimal absägen musste. Dreimal. Ja, aber weil du mit einem Küchenmesser. Nein, weil du eine Nordmann-Tanne beim Christbaumhändler, beim Weihnachtsbaumhändler, wie sie sagt, beim Weihnachtsbaumhändler eine Nordmann-Tanne bestellt hat, die überhaupt nicht in das Wohnzimmer hineingepasst hat. Dreimal habe ich die mit dem Küchenmesser abgesägt, dass sie oben die Christbaum. Ich habe sie nicht bestellt, das ist nämlich das Tolle an mir. Ich finde nämlich, man sucht sich den Weihnachtsbaum auf und der Weihnachtsbaum kommt auch zu einem bestellt. Ich bestelle doch nicht einen Weihnachtsbaum im Internet oder was. Nein, ich gehe hin, ich habe mich befasst mit dem Baum. Ja, aber so befasst, dass der und Baum. Und der hat sich in mich verliebt. Das ist ja auch so, dass der Baum zur Familie gehören muss. Gut. Dieser Baum hätte in das Wohnzimmer quer, in der Diagonalen hineingepasst. Ich musste ihn dreimal mit einem Küchenmesser, was lebensgefährlich war, möchte ich nur sagen, wenn ich da vorbei... Ja, und was hast du das Jahr danach? Habe ich dir einen kleinen Baum geholt? Das war dir auch nicht recht. Ja, das war ein fürchterlich. Es ist ja so, dass ich dann wirklich... Da sehen Sie ja Beziehung, ich gehe ja total auf ihn ein. Es war ein kleiner, schöner, feiner Baum, dachte ich. Das ist eine Lüge. Ein Tischbaum, ein... Das verstehe ich, wenn man allein und einsam einen kleinen Tischbaum. Aber ein Tischbaum. Mit der Bahn. Was war der? Zoo vielleicht? Ja, was ist dann die nächste Problematik, die sich daraus. Ja, die nächste Problematik, die sich daraus ergab, ist, wer schmückt den Baum und vor allem mit was wird der Baum geschmückt? Weil wir haben ja hier die Kugeln der Großmutter. Entschuldigung, es sind nicht die Kugeln der Großmutter, es sind die Kugeln von der Großmutter und mir vor meinem 18. Geburtstag, dem Weihnachten. Das war ja ein ganz wichtig, das muss ich mal kurz 18. sagen. 18. Geburtstagskugel. Ja, es... Also, vielleicht willst du die Geschichte erzählen. Ganz sicher möchte ich die Geschichte erzählen. Also ich weiß jetzt nicht, aber das ist natürlich ein wichtiges Thema, weil der Christbaumschmuck ist ja überhaupt ein ganz wichtiges Thema. Das ist ja auch bei dir so. Wie alt ist der Christbaumschmuck jetzt? Er ist auch nur mehr fragmentarisch. 27 Jahre. Ja, weil du ihn kaputt... Oh, weil, dann wird er jedes Mal, wenn der eingepackt wird, wird er ja schlecht eingepackt. Und ich sage immer, bitte, bitte können wir die Kugeln vorsichtig einpacken? Können wir bitte den Christbaumschmuck wirklich... Dann kann man auch beschriften die Kiste. Nein, es wird alles in die Kiste geramscht. Ja, es wird... Und der Baum wird durchs Treppenhaus gezogen. Ich darf ja nur... Ja. Die Kugeln darf ich immer nur einpacken. Aufhängen darf ich sie nicht. Ich bin immer nur fürs Abhängen und fürs Einpacken zuständig. Du hast doch was gegen die Farbe. Du magst doch die Farbe gar nicht, das Rosa. Ich habe gesagt... Oh, also bitte erzähl deine Geschichte mit dem 18. Nein, überhaupt nicht. Ich muss es überhaupt nicht erzählen. Erzähl doch bitte, dass du nur... Möchtest du den Baum schmücken? Ja, ich möchte auch manchmal den Baum schmücken. Kann ich jetzt trotzdem die Geschichte erzählen von... Bitte.